Moin moin ihr Lieben und willkommen zu F1 22 mit dem Rennen in Miami. Wir haben eine kleine Preview, wir können schon ein bisschen reinschauen, aber wir haben nur 10 Minütchen mitgebracht, deswegen würde ich sagen, springen wir auch mal direkt an die Strecke, denn ich glaube, ihr wollt möglichst viel Gameplay sehen, oder? In den nächsten Tagen wird es auch ein paar weitere Preview-Videos geben. Wenn ihr da nichts verpassen wollt, lasst gerne ein Abo da, wir sind auf dem besten Wege zu den 200k Subs. Das wäre insane, wenn wir die demnächst knacken, aber Fahrphysik und so weiter und so fort, was für Neuerungen gibt es im Spiel, wie fühlt sich das Spiel an und so weiter, das werdet ihr hier als Ersteindruck mitbekommen. Demnächst aber nochmal deutlich präziser. Hier geht es erstmal um ein wenig Gameplay hier in Miami. Rein da! Ja, eine Sache, die definitiv noch Work in Progress sein dürfte, ist wohl die KI. Die hat sich teilweise in F1 2021 noch von Patch zu Patch drastisch verändert. Und hier sind die teilweise noch so ein bisschen chaotisch unterwegs. Spiel ist aber ja auch nochmal 2 Monate hin, also da kann sich auf jeden Fall noch was ändern. Wie gesagt, in F1 2021 war es teilweise von einem zu anderen Patch so, dass sie einfach deutlich unterschiedlich agiert haben. Zum Beispiel Mick Schumacher ist hier gerade sehr, sehr vorsichtig unterwegs. Ja, Strecke in Miami finde ich grundsätzlich bisher ziemlich nice, muss ich sagen. Es gibt so ein paar Ecken, an die muss ich mich noch gewöhnen, aber grundsätzlich... Oh, sorry, bin ich da ein bisschen rübergezogen gegen Magnussen? Glaube schon. Grundsätzlich gibt es aber einige Ecken, die mir schon ganz gut gefallen nach so ein bisschen Training. Zu viel konnte ich auch noch nicht trainieren, aber... So einen Ersteindruck habe auch ich mir vor der Strecke verschaffen können. Latifi ist auf 13. Was geht denn jetzt ab? Doch, dieses enge Geschlängel zum Beispiel hier ist super spannend. Hier könnt ihr mal kurz dann Vollgas geben. Und da kommt eine super uneinsehbare Schikane, die mich die ersten paar Male komplett hops genommen hat, als ich hier ein bisschen Time Trial gefahren bin. So, und dann haben wir hier eine schön lange Gerade. Da gibt es wieder so ein kleines Geschlängel. Und ihr müsst grundsätzlich aufpassen, weil die Autos haben in langsamen Kurven tendenziell ziemlich wenig Grip. Was jetzt allerdings auch im Vergleich zum Vorgänger auch ein bisschen begründet ist durch die Regeländerung. Autos sind grundsätzlich ein bisschen heavier in den Kurven. Autos haben tendenziell, weil sie dann in den langsamen Kurven vielleicht nicht ganz so tief liegen wie in den schnellen Kurven, weniger Abtrieb. Und mittlerweile wird ja sehr, sehr viel mehr noch als zuvor ohnehin schon über den Unterboden an Abtrieb produziert. Das erste Geschlängel hier finde ich zum Beispiel ganz geil. Muss ein bisschen geduldig sein und ab hier kannst du, glaube ich, schon voll fahren. Jawohl. Vorbei am McLaren, sauber. Und die S-Kurven finde ich auch ein bisschen gewöhnungsbedürftig. Da musst du hier ein bisschen abbremsen. Hier musst du ein bisschen langsamer in die Rechtskurve und hier kannst du dann ein bisschen Gas geben eigentlich. Weil hier musst du sehr spät bremsen für einen späten Kurvenscheitel und Stroll ist gerade super slow. Den überhole ich gleich auch nochmal. Ja, und dafür hat man aber in Stellenkurven eben ein Auto, was sich an den Boden ansaugt. Und wenn ihr nicht wie bei Mercedes maximales Porpoising habt, dass das Auto auf den Boden aufsetzt, dann habt ihr auch tendenziell in Stellenkurven mehr Abtrieb. Und das spürt man auch, das Auto ist auch ein bisschen stabiler geworden, definitiv jetzt, was die Stellenkurven angeht. In Vollgaspassagen tendenziell nicht über die Curbs fahren, by the way. Weil das hat man auch bei Mick Schumacher in Jeddah gesehen, dass du, sobald du mal mit diesen Autos, die eben über den Unterboden primär sehr viel Abtrieb produzieren, mal dann über den Curb fährst, quasi ganz kurz mal ein Strömungsabriss da herrscht, dann kannst du dich komplett aus der Bahn kegeln, so wie es ihn rausgekegelt hatte. Schön weit aus die Hand fahren. Er hatte dann leichten Quersteher beim Kurvenausgang. War trotzdem einen Tacken flotter als ich, aber jetzt bin ich auf jeden Fall dran. Aber ich habe kein ERS. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Das ist ja echt hier Mangelware. Muss ich ein bisschen geduldig sein, ein bisschen hinterherfahren und versuche mal so ein bisschen Energie zu sparen, um dann angreifen zu können. Oha. Oder ich gehe hier außen rum. What? Oder ich gehe hier außen rum vorbei. Wow. Oh, die meisten Autos sind jetzt schon an der Box. Und jetzt heißt es auch für mich Boxenstopp. Oder wie? Ist Carlos Sainz schon drin? Nee, der war noch nicht. Und Vettel und auch Ricciardo sind jetzt an der Box. Damit gibt es für mich nochmal DRS. Und ich fahre noch eine weitere Runde. Und auch Carlos Sainz fährt eine weitere Runde. Ah. Ja gut, gucken wir mal, wie das da weiterläuft. Ah, der fährt auf Medium-Reifen. Das könnte gut sein für mich oder schlecht. So, in dieser Runde geht es dann für mich rein. Carlos Sainz ist draußen geblieben. Und da gucken wir uns aber die Boxenstops an. Ja, hier habe ich ein bisschen üben müssen. Denn ich habe tatsächlich keine Ahnung nach wie vor, ab wann gilt überhaupt die Geschwindigkeitsbegrenzung. So, und optimal eingebogen. Da müsst ihr einfach eine Taste drücken. Ist ein cooles System. Natürlich wäre es auch irgendwo cool, wenn man selbst reinlenken dürfte. Aber ich glaube, der Winkel ist so spitz, das kriegst du mit der Fahrphysik in dem Spiel gar nicht so hin.
Ui! Nicht wegdrehen, Dave. Oh, ich komme von Ricardo wieder raus. Jawohl, gute Boxenstops lohnen sich. So, und eine Sache muss ich gerade mal nachprüfen. Die Reifen, ja! Das Auto dürfte jetzt super untersteuert sein, weil die Reifen super kühl sind, weil die dürfen nur noch auf 70 Grad vorgewärmt werden jetzt, seit dieser Saison. Da wurde die Temperatur auf jeden Fall drastisch runtergesetzt. Eieieiei. Ja, was letztendlich auch dafür sorgt, dass jetzt Ricardo hier super dicht dran ist und auch angreifen könnte. Tsunoda und Vettel sind auch dran. Nicht gut. Wird es für mich. Und Ricardo rastet mir die volle Kiste rein. Also ich habe schon innen sehr viel Platz noch gelassen, mein Lieber, ne? Hoffentlich kommt Esteban und kommt gerade auf harten Reifen raus. Mal gucken, ob er dasselbe Problem hat wie ich eben. Ist er hier beim Boxenausgang super langsam. Ich habe auf jeden Fall von über 2 Sekunden auf jetzt 1 Sekunde schon aufgeholt. Oh ja, das sieht echt krass heftig aus, wie langsam der gerade mit den frischen Reifen jetzt ist. In den ersten Kurven. Unfassbar. Also die KI hat auf jeden Fall auch mit der Temperatur zu kämpfen jetzt. Finde ich super. Also irgendwie bekomme auf jeden Fall das Gefühl, da gibt es definitiv eine Gleichbehandlung. Und alle tun sich gleichermaßen schwer. Und das ist für dich ein ganz geiles Element für die Zeit nach den Boxenstops, dass man da nochmal die Reifen ordentlich auf Temperatur bekommen muss. Das macht es auf jeden Fall herausfordernder jetzt. Da finde ich sowohl in der Realität ganz nett, als auch hier. Und wir sind dran an Bottas, wir sind dran an Schumacher und wir sind dran an Gasly. Also P7 ist gerade drin. Valtteri Bottas greift jetzt Mick Schumacher an. Oh, nicht die Kontrolle verlieren. Huh? Und Mick Schumacher wollte, glaube ich, an die Box. Und nimmt Valtteri Bottas mit. Ja, man sollte nie alleine in die Box gehen, ne? Also kennt man ja. Und Esteban Ocon greift jetzt mich an. Alter. Okay. Das könnte doch ein interessanter Zweikampf in den letzten Runden werden. Ich möchte aber an Gasly und Russell dran, mein Lieber. Ran an Pierre Gasly. Let's go. Ich muss hier schnell vorbei, damit wir an Russell rankommen. Ich glaube, manche KI-Piloten sind hier deutlich unter ihrem Optimum unterwegs. Zum Beispiel Carlos Sainz. Weil sie eine super, super optimale Strategie hatten. Also Sainz ist auf Medium gestartet. Mehr als die Hälfte des Rennens gefahren und dann ist er auf Hard gewechselt. Der hätte auch locker auf Soft wechseln können. Und da kämpfen Carlos Sainz und Sergio Perez jetzt nochmal ums Podium und alles bis P3 ist gerade für uns drin. Russell mit viel mehr Grip hier aus der letzten Kurve raus. Wir haben aber auf jeden Fall noch DRS. Russell mit dem Megaset. Was geht da ab, Alter? Russell einfach richtig, richtig heftig reingedived. Oh, Sergio Perez jetzt mit Problem. Da gehen wir vorbei. Muss ich vorbei. Damit wir jetzt dran sind an George Russell, damit wir DRS bekommen und vielleicht sogar P4 nochmal sichern können für Ferrari. Für uns. Für die WM. Für die erste Ferrari-WM seit 2008 müsste es gewesen sein. Ja, KWM, wenn man die mit reinrechnet. Ich habe kurz überlegt, soll ich Fahrer-WM, KWM nehmen? Oh. Ihr habt keine Chance, Mercedes, eure Updates funktionieren safe nicht. Ah, komm. Er kriegt doch gleich E-Porpoising und dann bin ich vorbei. Okay, komm, hier gehen wir mal vorbei. Carlos, gib mir den Windschatten. Nur kurz mal ERS abschalten, jetzt nochmal. Oh, er hat kein DRS. Sauber. Alter. Alter! Okay, RIP. Ja gut, hat Perez gut... Oh no, ja gut. Gutes Ende. Schade, aber ey, das war zumindest mein erster Eindruck hier von Miami. Ey, wie gesagt, ich hoffe, die KI wird auf jeden Fall nochmal drastisch überarbeitet. Ich denke, die wird auf jeden Fall nochmal drastisch überarbeitet. Und da habt ihr es übrigens nochmal gesehen, was passiert, wenn man mit den Ground Effect Autos auf den Curb aufsetzt. Damit habe ich alles gezeigt, was ich hier zeigen wollte. Ihr Lieben, ich hoffe, ihr hattet viel, viel Spaß. Trotz allem sind wir mit dem DNF ins Ziel gefahren. Dafür verdienen wir Safe Driver of the Day. Ich hoffe, ihr hattet viel Spaß. Wenn ihr so ist, lasst gerne Daumen nach oben, da gerne Abo raus, damit beim nächsten Mal wieder dabei seid. Bis demnächst. Haut rein. Bis dann.